Am 10. Spieltag der Bayernliga war der VfL Frohnach zu Gast beim SV Erlenbach vor 350 Zuschauern. Am Erlenbacher Waldsportplatz musste der SV auf viele Stammkräfte verzichten, unter anderem fehlten Leistungsträger wie Göbig, Schröer und Tierjaki. Dennoch kamen die Hausherren besser ins Spiel und hatten vor allem nach Standards gute Chancen. Die wohl beste gab es für Bräunig, der mit seiner Direktabnahme nur den Pfosten treffen konnte. Manko bei den Erlenbachern war vor allem die Ungenauigkeit bei den entscheidenden Pässen. Frohnach kam erst nach der Pause zu guten Chancen, konnte aber keinen davon wirklich nutzen. Am Ende war es ein 0-0, mit dem beide Mannschaften und auch die Zuschauer gut leben konnten. Erlenbach mit junger Truppe dennoch einen Punkt geholt und Frohnach auswärts gepunktet, auch nicht so schlecht. Aus Erlenbach berichtete Thomas Poppe, noch ein schönes Wochenende.